Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Schrägstrich auf meinem YouTube-Kanal. Wie immer wollen wir euch diese Woche ganz, ganz herzlich begrüßen. Wie immer begrüße ich euch nicht alleine, sondern hier oberhalb mit dem Michael, der hier ober mir thront, dem Juristen, den ich vertraue. Hallo Michael, wie geht es dir? Danke der Nachfrage. Gut, ich hoffe dir auch soweit. Und wir haben diese Woche wieder ein einzelnes Tool uns angeschaut und näher betrachtet und hoffen, dass wir es euch auch näher bringen können. Genau. Dieses Mal wollen wir uns die Software DSD Easy 2.0 anschauen von HSP Datenschutz. Keine Sorge, wir gehen auch gleich auf die Webseite und schauen uns erstmal die Webseite an. Bevor wir das allerdings machen, wie immer der obligatorische Disclaimer und du bist Jurist, du bist für den Disclaimer zuständig. Ganz einfach. Na gut, mach was anderes. Okay, dann mache ich mal den Disclaimer. Auch hier haben wir mit Ausnahme der Testversion keinerlei Zuwendungen oder sonstige monetäre Vorteile bekommen. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf unser Video, auf unsere Inhalte. Wie gesagt, mit Ausnahme der netterweise zur Verfügung gestellten Testversion dieser Software, die wir jetzt vorstellen. Und ansonsten verkaufen wir keine Rabattcodes, keine Gewinngutscheine, wir veranstalten keine Gewinnspiele. Gar nichts, sondern wir wollen euch die Informationen näher bringen und euch einfach mal ein weiteres Tool zum Datenschutzmanagement vorstellen. Genau, damit fangen wir jetzt direkt an. Wir schalten hier einmal auf meinen Bildschirm um und dann wollen wir euch mal dieses Tool zu Gemüte führen. Gehen wir zuerst einmal, wie man das letztendlich so macht, auf die Webseite des Herstellers hsp-datenschutz.de. Man wird hier auch schon damit begrüßt, wie diese Software denn später ausschaut. Nämlich das ist der Startbildschirm der Software. Genau genommen ist es nicht der Startbildschirm einer klassischen Software, die man unter Windows als ZIP-Datei, als Exe-Datei oder wie auch immer installiert, sondern es ist letztendlich eine große Excel-Datei, die uns hier vom Softwareanbieter zur Verfügung gestellt wird. Und das hat direkt ein paar Implikationen, nämlich im Gegensatz zu vielen anderen Lösungen, die wir hier auf diesem Kanal schon präsentiert haben, ist dies, man muss schon fast sagen ausnahmsweise, ist dies einmal keine Software-as-a-Service-Lösung, sondern diese Dienstleistung wird komplett auf dem eigenen PC ausgeführt. In meinem Fall funktioniert es sogar auf einem Macintosh-Rechner. Du hast es auf einer Windows-Maschine getestet, weil es letztendlich ein Excel-Dokument ist. Und auch dazu, bevor wir uns gleich das ein oder andere Detail anschauen, kann ich schon direkt sagen, dieses Excel-Dokument kommt ohne Makros aus. Bei komplexeren Excel-Dingen ist das in der Regel nicht selbstverständlich, aber dieses Excel-Dokument ist so entwickelt worden, dass es komplett ohne Makros auskommt, was in der ein oder anderen sicherheitsrelevanten Situation nicht unerheblich ist. Genau, die IT-Admins und Verantwortliche für Antivirensoftware etc. werden aufatmen, weil es ja die entsprechenden Konflikte nämlich nicht gibt. Aber ansonsten, du hast schon recht, haben wir hier eine Excel-Datei, wo alles drin ist und das ist eine große Excel-Datei, was sich auf die Handhabung auswirkt, das werden wir gleich noch genauer uns anschauen und auch besprechen. Aber ich finde die Bandbreite spannend. Wir hatten ja bis jetzt schon auch eine Access-Datenbank, ein Tool, was letztlich zwar installiert wurde, was aber nur in Anführungsstrichen eine Dateistruktur installierte. Wir hatten SaaS-Lösungen, wir hatten klassische Software. Also im Grunde für alle was dabei. Ne? Und die sich jetzt in Excel zu Hause fühlen, die werden sich hier natürlich auch direkt angenehm abgeholt fühlen, weil sie eben in ihrer gewohnten Umgebung arbeiten können. Genau. Und wenn man sich jetzt so mit einem Tool beschäftigt, will man wahrscheinlich auch mal so ein bisschen was über die Preise wissen. Und deswegen schauen wir uns mal die Preise an. Wenn man die Preise gleich sieht, zumindest die Art und Weise, wie die Preise hier gestaltet sind, dann hat man auch schon eine Idee, für wen diese Software möglicherweise gut geeignet sein könnte und für wen sie vielleicht nicht ganz so ideal geeignet ist, nämlich aufgrund der Preisstruktur. Ich hoffe, ich bin hier an der richtigen Stelle gelandet. Ja, ganz weit unten. Ganz weit unten, sagst du. So, da sind wir jetzt hier. Ne? Also, wir haben hier die Preisstruktur Unternehmen und Vereine 600 Euro. Unternehmen und Vereine mit Nachweis der Gemeinnützigkeit, also beispielsweise ein e.V., 100 Euro und, kirchliche Einrichtungen ebenfalls 100 Euro.
Und wenn man zu einer Einrichtung der EKHN gehört, das ist die Evangelische Kirche Hessen-Nassau, habe ich es richtig gesagt? Ja, Hessen-Nassau. Richtig, genau. Dann ist das Tool kostenlos. Ich vermute mal, dass hier der Anbieter mit der EKHN einen Rahmenvertrag abgeschlossen hat. Die werden das Tool dann wahrscheinlich eingekauft haben für all ihre Institutionen, sodass deren Institutionen das Tool, naja, kostenlos benutzen können. Ist in Wirklichkeit natürlich nicht wirklich kostenlos, weil die Kirche es ja eingekauft hat, stellvertretend für ihre Institution. Und in der Tat, das ist auch eine der Besonderheiten hier von dieser Software. Viele Softwareprodukte interessieren sich wirklich quasi um die DSGVO pur, wenn man so will, lassen aber quasi die Besonderheiten von evangelischem und kirchlichem Datenschutz außen vor, weil, wo das ein oder andere dann doch in den Details anders geregelt ist. Da gibt es noch mal ein eigenes Datenschutzgesetz, Verordnung. Und das ist hier in der Tat in den Excel-Dokumenten abgebildet. Genau, also sowohl die katholische Kirche als auch die evangelische Kirche hat in Deutschland, die haben jeweils eigene Regelungen sozusagen, die natürlich stark an der DSGVO jeweils angelehnt sind, aber sich dann doch in dem einen oder anderen Detail unterscheiden, was mit Blick auf die kirchliche Tätigkeit jeweils natürlich völlig Sinn macht, genauso wie die Strafverfolgungsbehörden auch nochmal ihr eigenes Spezialrecht haben, ist ja ganz klar, müssen auch die Kirchen hier, haben auch die Kirchen hier ihre eigenen Rechtsgeschichten. Und bei dieser Geschichte mit dem kostenlosen EKHN bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht hat die EKHN das irgendwie global eingekauft vom Anbieter, vielleicht ist er aber auch sonst irgendwie verbandelt mit der Kirche dort in Hessen-Nassau und stellt es in der Tat kostenlos bereit. Das wissen wir nicht. Das kann natürlich sein. Wie auch immer, bei den Preisen ist vielleicht nur eine kurze Ergänzung, das sind keine Jahrespreise, sondern das sind Einmalzahlungen. Das ist weder pro Monat noch pro Jahr, sondern das sind Einmalzahlungen. Und das Tool, da es auch keine Cloud-Lösung ist, wird das jetzt auch nicht so laufend, ich sag mal überspitzt gesagt, jede Woche erweitert und aktualisiert, dass man hier irgendwie was verpasst sozusagen, weil man nur eine Einmalzahlung macht und dann nur diese Version bekommt, sondern man hat einen fertigen Rahmen, man hat ein Dokumentationstool, das ist es im Kern nämlich, mit der einen oder anderen Vorlage drin und Vorgabe drin, aber es ist eben nicht so wie eine typische Cloud-Lösung, wo im Hintergrund laufend erweitert und aktualisiert wird und dann eine monatliche Lizenz quasi fällig würde. Das hier nicht, sondern hier erwirbt man im Grunde mit dieser Einmalzahlung ein Dokumentationstool, was man jetzt genauso gut wie in einem Jahr oder in 3 Jahren wahrscheinlich auch noch gut nutzen kann. Genau. Und hier sieht man auch schon, das Tool kommt derzeit mit Vorlagen für Pflegedienste, Hausärzte, Durchgangsärzte und Winzer. Winzer finde ich ja sehr spannend. Also für da wäre ich ja auch gern der Datenschutzbeauftragte für einen Winzer. Also ne? Man müsste mich auch quasi nur in Rotwein bezahlen. Spaß beiseite, nein, natürlich nicht. Aber in der Tat hier insbesondere der Bereich der Pflegedienste. Das werden wir uns gleich sicherlich auch noch anschauen. Das ist hier ein Bereich, der in der Software sicherlich oder für diese Software sicherlich sehr interessant ist. Für klassische KMUs, die durchaus größer sind, 50, 100, 200, 500 Mitarbeiter, das kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen, ist diese Software eher nicht geeignet. Wechseln wir aber doch mal hier in mein Excel, damit wir uns das Ganze hier einmal anschauen. Und das ist jetzt hier der Begrüßungsbildschirm. Ich bin in der Tat mal hingegangen und habe das Ganze jetzt hier ein bisschen verkleinert von der Ansicht hier, sodass man das sehr, sehr gut sehen kann. Und hier sieht man auch, wie man begrüßt wird und hier sieht man auch schon den Arbeitsablauf und man sieht auch durchaus schon eine gewisse Form der Komplexität, dafür kann natürlich die Software nichts, aber es ist natürlich einfach so die Situation, dass gewisse Dinge, die man an der einen Stelle einträgt, eben Auswirkungen auf andere Bereiche haben. Und hier in diesem Excel-Dokument ist das Ganze jetzt sehr interaktiv wird. Ja, interaktiv ist vielleicht der falsche Begriff, aber man hat jetzt hier ein Excel-Dokument, wo man durch Klicken auf die einzelnen Elemente zu den dazugehörigen Seiten/Blätter kommt. Man hat hier unten nicht die Möglichkeit, selber auf die einzelnen Blätter zu hüpfen, so wie man das klassischerweise bei einem selbst erstellten Excel-Dokument hat. Das macht man wirklich hier, indem man hier wie im Internet auf die Hyperlinks draufklickt
um dann in diese Bereiche zu kommen. Ich klicke hier einfach mal auf das Deckblatt und dann sieht man, wie man jetzt hier entsprechend die Dinge eintragen kann. Hier gibt es auch viele Bereiche, da ist jetzt im Moment in unserem Musterdokument noch nichts eingetragen. Hier ist einmal in dieser Vorlage eine Diakonie in einer Musterstadt eingetragen. Und das ist sicherlich dann das Erste, was man machen sollte, wenn man sich um das Thema Datenschutz kümmert, dass man jetzt hier entsprechend alles einträgt. Wenn man das gemacht hat, klickt man hier auf der rechten Seite wieder auf den Punkt Hauptmenü und dann ist man wieder, wie der Name es schon sagt, im Hauptmenü. Durch die optische Gestaltung des Ganzen, finde ich, kommt es dann doch ein bisschen wie eine Software her, weil man eben auf Button klicken muss, was man ja klassischerweise in Excel eigentlich nicht hat. Ne, sondern hat man irgendwelche nackten Zellen und muss da Zahlen eingeben oder Formeln. Hier hat man das Ganze eben so gestaltet, dass das aussieht wie Buttons. Letztlich liegen da, wie du schon gesagt hast, eben Verlinkungen hinter, was dann zu verschiedenen Stellen in diesem Excel-Dokument springt. Es bedient sich aber ein bisschen wie eine Software. Und was ich an dem Startbildschirm, an diesem Hauptmenü eigentlich ganz gut finde, auch wenn es ein bisschen komplex wirkt auf den ersten Blick. Man hat aber den Ablauf einer Datenschutzorganisation schon mal so grob vor Augen dadurch. Ne? Man hat so ein Deckblatt, sprich die allgemeinen Stammdaten sozusagen zur verantwortlichen Stelle sind hier zu hinterlegen. Dann eine Softwareübersicht, vielleicht muss man das nicht an zweite Stelle machen, man könnte es auch an dritte, vierte Stelle machen, aber der Anbieter hat sich jetzt hierfür entschieden. Dann kommen die Speicherorte und so weiter und so gelangt man dann Schritt für Schritt sozusagen zur eigenen Datenschutzdokumentation, technische organisatorische Maßnahmen, all die Dinge, die man kennt. Und hat auch noch diverse Dinge eben quasi daneben, auf der Nebenspur, also sowas wie, es kommt eine Datenschutzanfrage, sprich also Betroffenenrechte, oder es ist ein Datenschutzvorfall im Sinne von einer Datenpanne, die vielleicht meldepflichtig ist. Insofern schön visualisiert und ja, man ist in Excel und kann sich darin bewegen, wie man es kennt sozusagen, auch wenn diese Button-Darstellung nicht das Klassische ist in Excel. Genau. Aber ich kann ja hier einfach mal auf Datenschutzanfrage draufklicken. Man sieht, das sieht jetzt hier so aus. Je nachdem, wenn man jetzt hier Excel bedient, ich zoome mich jetzt mal hier raus und dann sieht man jetzt hier wirklich die komplette Breite und die komplette Übersicht und man sieht jetzt auch hier, wie viele Zeilen wir haben. Ich muss jetzt sagen, hier, damit die Videoaufzeichnung besser ist, habe ich hier die Bildschirmauflösung relativ stark heruntergesetzt. Das hat man im Alltag vielleicht nicht ganz so. Und darüber hinaus, ich habe jetzt hier einen Laptop-Bildschirm mit, ich glaube, 14 Zoll. Ich glaube, auf einem 14-Zoll-Bildschirm macht Excel eh schon nicht besonders viel Spaß in vielen Fällen. Und wenn man jetzt hier in diesem Tool seine Dokumentation für das Thema DSGVO, Datenschutz, Verfahrensverzeichnisse und so weiter und so fort macht, ein großer Bildschirm ist sehr, sehr von Vorteil. Also das ist wirklich in der Tat zu empfehlen. Das sieht man an ganz, ganz vielen Stellen hier in dem Programm. Entweder man hat sehr, sehr viel Übersicht, dann ist die Schrift aber sehr, sehr klein oder man sieht eben nicht alles. Wenn ich hier zum Beispiel auf das Verarbeitungsverzeichnis klicke, ja, das ist dann in der Tat schon relativ viel und jetzt sind hier auch noch in der Tat ein paar Zeilen ausgeblendet, dass wir hier nicht alle Zeilen sehen, aber das ist jetzt hier, ein großer Bildschirm ist von Vorteil. Das ist so ein bisschen das Ambivalente an der Software, finde ich. Man hat zum einen eine Excel-Datei, die man theoretisch auf einem Laptop, auf einem USB-Stick, auf einem iPad spielen kann. Aber wie du schon richtig sagst, so auf mobilen Geräten macht das dann nicht wirklich Spaß, das zu bedienen, weil es ist eine riesen Excel-Datei. Es ist sowieso schon relativ schwerfällig zu bedienen, auch an einem stationären Rechner, der Power hat, wie meiner und wie dein Rechner auch. Und dann käme noch etwas kleinere Bildschirm dann zum Tragen. Also das würde dann etwas schwierig sein zu bedienen. Ideal wäre das Ganze also im Einsatz wirklich am Desktop-Rechner mit einem großen, schönen, 24, 27, 30 Zoll Monitor, keine Ahnung. Je größer, desto besser, kann man fast sagen. Denn eins muss man auch sagen, und das wird, glaube ich, hier in den ersten Schritten dieser Software klar, hier steckt viel, viel mehr unter der Motorhaube, als man durch den Startbildschirm vielleicht erahnt. Es kommt so ein bisschen comicartig, die Gestaltung. Man denkt so am Anfang, ach, wie niedlich, ne? So eine schöne Figur da gezeichnet und alles. Aber wenn man mal in die Tiefe geht, da ist unheimlich viel an Inhalten drin. Und vielleicht auch noch ein kurzer Gedanke dazu. Nicht nur diese kirchlichen Datenschutzgeschichten sind hier drin berücksichtigt, sondern bei der Herangehensweise, bei dem schematischen Aufbau und so weiter hat man sich am Standarddatenschutzmodell orientiert, was natürlich, wenn es da mal zu einer Prüfung kommt, die Aufsichtsbehörden entsprechend gutieren würden.
Ja, die lesen immer gerne Dinge, die sie schon kennen. Genau. Also das ist natürlich prinzipbedingt und auch menschlich. Ja, Aber ich klar. bin ja hier im Moment im Verarbeitungsverzeichnis oder Beschreibung der Verarbeitungstätigkeiten. Jetzt haben wir hier unterschiedliche Vorgänge, die sind jetzt hier schon vorgegeben. Die kann man natürlich noch um eigene Dinge erweitern. Man kann natürlich auch Dinge rauslöschen, wenn man so etwas nicht hat. Aber das ist ja nur die Übersicht. Wenn ich jetzt den einzelnen Vorgang quasi dokumentieren möchte, dann klicke ich hier auf diesen Punkt, beispielsweise Link zum Formular hier, Verordnung häuslicher Krankenpflege. Dann kann ich jetzt hier draufklicken und hier haben wir jetzt so ein Formular. Auch dort zoome ich jetzt mal ein bisschen hinein, damit man hier ein bisschen mehr sehen kann. Das Formular, und das meine ich überhaupt nicht negativ, bitte nicht falsch verstehen, erinnert mich jetzt so ein bisschen an so ein klassisches Steuererklärungsformular. Also das könnte jetzt auch was aus Elster kommen. Aber es ist in der Tat einfach sehr, sehr übersichtlich. An dieser Stelle finde ich es jetzt auch gar nicht mehr verspielt, so wie auf dem Hauptmenü, sondern es ist wirklich sehr, sehr sachlich gehalten. Man kann sich hier wirklich gut durcharbeiten. Man kann dann auch hier Dinge auswählen im Sinne von, ja, ich setze hier ein Häkchen oder man nimmt das Häkchen entsprechend wieder raus, wenn man es nicht haben will. Hier gibt es so Bereiche bezüglich Sensibilität. Da kann man dann entsprechend auswählen, was man hier einsetzen möchte, A, B, C, D, E und so weiter und so fort. Und dann kann man jetzt hier in der Tat letztendlich dieses Formular ausfüllen. Und das finde ich in der Tat sehr, also in der positiven Art und Weise sehr sachlich gehalten, sodass man damit eigentlich sehr, sehr gut arbeiten kann. Genau, auf den ersten Blick, als ich mir so ein Formular angeguckt habe, habe ich gesagt, das kennst du so ein bisschen. Vom Aufbau her und vom Inhaltlichen hat mich ein bisschen erinnert an die Vorlage von der DSK, die ja auch eine Ausfüllvorlage für ein Verarbeitungsverzeichnis mal rausgebracht hat. Das war ähnlich nüchtern aufgebaut und auch vom Prinzip her so aufgebaut. Daran hat mich das erinnert. Und diese Schutzklassen oder diese Einteilung von A bis E, die du eben hattest, das erinnerte mich ganz stark an die Zavers-Geschichte, die an die Schutzklasseneinteilung von, ich glaube, der LFD Niedersachsen hat die ganze Geschichte. Also man findet hier viele Elemente, an denen man erkennen kann, der Hersteller kennt sich so ein bisschen aus mit dem Datenschutz. Der macht das nicht erst seit gestern. Ja, das sieht man auch auf der Webseite entsprechend, da ist jemand schon lange Jahre im Datenschutz tätig und auch in der Praxis vor allen Dingen tätig. Und diese ganzen Erfahrungen sind in die Software eingeflossen. Und ich glaube, auch hier ist das im Grunde, wie das so häufig so ist, da hat jemand für seine Arbeit ein Tool gesucht, hat nichts Passendes gefunden und hat gesagt, komm, das programmier schnell selber in Excel. Und dann ist das Ja, nachher so ein großes Projekt geworden. genau. Ich glaube nicht, dass das schnell ging, sondern dass es das wahrscheinlich in der Tat aus vielen Jahren entstanden ist. Das ist natürlich auf der einen Seite, und damit können wir dann vielleicht auch schon mal so ein bisschen was zu unserer Einschätzung zu dem Tool sagen. Ich gehe mal wieder hier auf die Hauptseite. Das ist natürlich quasi dann auch immer Stärke und Problem einer Software meiner Meinung nach gleichzeitig, wenn es quasi von den Leuten aus der Praxis vielleicht für den eigenen Bedarf entwickelt worden ist. Weil das ist ja letztendlich für Le oder von Leuten entwickelt für sich selber mit dem Blick, ich kenne mich echt richtig gut mit dem Datenschutz aus und das will ich diesem Hersteller auch definitiv attestieren, dass sich der Hersteller richtig, richtig gut mit dem Thema Datenschutz auskennt. Aber wenn ich mir jetzt beispielsweise vorstelle, ich habe vielleicht einen kleineren Pflegebetrieb, den Namen habe ich gerade gesucht, einen kleineren Pflegebetrieb mit 20 Mitarbeiter, 25 Mitarbeiterinnen und ich gebe jetzt diesem Pflegebetrieb dieses Tool an die Hand im Sinne von, füll das mal aus. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich glaube in der Tat, man bekommt dann sicherlich so ein paar Grunddinge eingetragen. Aber man kann mit diesem Tool, glaube ich, eben bis ins letzte Detail nur dann arbeiten, wenn man sich selber mit dem Thema Datenschutz DSGVO relativ intensiv beschäftigt hat. Und das meine ich aber gar nicht jetzt negativ gegen das Tool gemeint. Nur man sollte eben, glaube ich, als Pflegedienst nicht glauben, naja, ich kaufe mir jetzt dieses Tool, kostet 100 €, dann setze ich mich mal da an einem Wochenende hin und dann ist im Grunde genommen meine Datenschutzdokumentation erledigt. Ich glaube, das ist in der Tat ein Irrglaube. Bestenfalls bekommt man es hin, dass man vielleicht einen gewissen Prozentsatz selber dann ausfüllt und dann muss man sich aber nochmal einen Profi mit an Bord holen,
der einem dann dabei hilft. Wenn man in Pflegebetrieb ist mit mehr als 20 Mitarbeitern, braucht man ohnehin ein DSB, entweder extern oder intern. Aber der muss dann quasi den Rest ausfüllen, sodass das Ganze hier Hand und Fuß hat. Oder wie siehst du das? Ja, ich würde sogar sagen, dass ein Pflegedienst als solcher wahrscheinlich, egal wie viele Mitarbeiter er hat, ein DSB braucht, weil die ja mit sensiblen Daten umgehen. Also man kann das schon vertreten. Es gibt da Ausnahmen für Kleinstbetriebe. DSGVO lässt ja zum Beispiel Ausnahmen für Einarztpraxen zu, explizit, die ja auch sensible Daten haben. Es ist ein bisschen umstritten, ob dann da auch noch die 20-Mann-Grenze gilt, sozusagen. Kommt ein bisschen drauf an, vor allen Dingen, was das Bundesdatenschutzgesetz da sagt, von wegen Daten, die der Datenschutzfolgenabschätzung unterliegen, ne, dann gilt auch diese 19-Mitarbeiter-Grenze nicht. Das muss man im Einzelfall mal prüfen, aber hin wie her hast du völlig recht. Die Dokumentation wirkt zwar jetzt auf den ersten Blick so, als könnte man sich da munter bunt durchklicken und dann ein paar Sachen anhaken und ausfüllen und dann wäre das erledigt. Dem ist aus meiner Sicht aber nicht so. Weil wenn man unter die Motorhaube schaut, hatte ich ja eben schon gesagt, dann wird es dann doch viel an Informationen, was auf der einen Seite sehr positiv ist, auf der anderen Seite halt einen schnell erschlagen kann, wenn man nicht genau weiß, was da Sache ist. Und das ging mir zumindest so. Am Anfang dachte ich, ja, Excel, komm, ne, das kennst du nicht aus, da kannst du wunderbar bedienen. Aber hier muss man doch bei der einen oder anderen Tabelle schon mal genau hingucken, wo kann ich denn da überhaupt was auswählen? Manche Zellen sind nämlich geschützt, die kann man gar nicht auswählen und manche muss man was eintragen und in manche kommt dann so ein Dropdown-Menü, wo man was anhaken oder anklicken muss. Also das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, bis man da erstmal den Einstieg findet sozusagen und man wird jetzt nicht so butterweich von der Software abgeholt. Ja, ich denke, wenn man quasi, so wie du sagtest, für so ein Unternehmen ohnehin der vielleicht der extern bestellte DSB ist, dann kommt man mit dem Tool grundsätzlich wirklich sehr, sehr gut klar. Weil dann weiß man, was man tut, dann versteht man auch den Aufbau, man versteht hier diese entsprechenden Felder, alles, was damit zu tun ist. Man guckt da so einmal drüber und die Begrifflichkeiten kommen einem alle bekannt vor. Und dann heißt es eben Ärmel hochkrempeln, ausfüllen. Ja. Wenn man im Übrigen beim Ausfüllen ist, dann haben wir hier auf der rechten Seite auch noch das DSD-EKD-Cockpit. Dort sieht man dann auch einen Überblick hier in so einer Diagrammform, wie weit man denn jetzt schon ist. Und man sieht jetzt hier auch, hin und wieder gibt es Darstellungsfehler. Das will ich der Software nicht vorwerfen. Das ist, glaube ich, sicherlich ein Excel-Problem. Vielleicht auch ein Excel-Problem hier auf meinem Macintosh-Rechner. Das will ich nicht ausschließen. Aber in der Tat, hier wird Excel wirklich an seine Grenzen geführt, so will ich es mal nennen. Man hat durchaus hin und wieder die Situation, dass man mal die ein oder andere Sekunde hat oder dass es hier auch einen Darstellungsfehler gibt. Ich bin nämlich jetzt hier auf der Hauptseite und die Sachen werden nicht dargestellt. Ich muss jetzt einmal nach unten scrollen, dann kann ich wieder nach oben scrollen und dann wird jetzt hier wieder alles eingeblendet. Wie gesagt, das kann auch durchaus sein, dass das schlicht und ergreifend ein Excel-Problem ist, vielleicht sogar ein Excel-Problem hier auf meinem Macintosh-Rechner ist. Aber wir wollten es letztendlich nicht verschweigen, dass hier Excel wirklich an seine Performance- oder Leistungsgrenzen herangeführt wird. So will ich es mal nennen. Ja. Obwohl wir beide sehr, sehr leistungsfähige Rechner haben. Das ist aber auf meiner Windows-Maschine ganz genauso, einfach weil das eine riesen Excel-Datei ist und das einfach zwischendurch eine Gedenkminute sozusagen braucht, um da wieder den Hauptbildschirm oder etc. aufzubauen und auch dieses Cockpit etc. Ne, das sind ja Dinge, die dann vielleicht auch, wenn man es aufruft, dann quasi berechnet werden müssen und so. Also da liegt schon viel Know-how drin, da liegen viele Formeln und das kostet alles Rechenpower und das scheint wirklich Excel dann an seine Grenzen zu führen. Das ist halt eine Sache, das ist nichts, wo man sagt, freitags nachmittags, ich rufe mal gerade 10 Minuten nochmal meine Dokumentation auf und trage da was ein. Dann werden aus diesen 10 Minuten wahrscheinlich eher 30 Minuten, weil man so lange warten muss, bis die Software reagiert und bis man die richtige Stelle gefunden hat. Das ist es nicht. Es kann aber, wenn man sich da ein bisschen reingefuchst hat, durchaus ein Tool werden, das man lieb gewinnt. Und wenn man vor allen Dingen irgendwann mal da durch den Aufbau durchgestiegen ist und erkannt hat,
was da alles für wertvolle Informationen drin liegen und dass da eben so Dinge wie das SDM etc. mit verwirklicht sind. Was ist Standarddatenschutzmodell, nur für Standard, diejenigen, die Entschuldigung, nicht alle Standarddatenschutzmodell, in ja. Abkürzungen drin sind. Stimmt, ja, Entschuldigung, genau, das Alles gut, geht mir ja Standarddatenschutzmodell. auch so. Ja, völlig, völlig richtig, ne? Also, dass solche Dinge mit drin verarbeitet sind, sind schon positiv. Und was es aus meiner Sicht wirklich aus der Masse der Tools, die wir uns, zumindest die, die wir uns bis jetzt angeschaut haben, heraushebt, ist, dass es hier spezielle Dinge für den kirchlichen Datenschutz mitgibt. Wenn man eben sagt, man macht den Datenschutz für eine kirchliche Einrichtung und die entsprechenden Vorlagen mit drin hat, dann switcht das Tool sozusagen um und dann hat man da nicht wie eben gezeigt Artikel 30 als rechtliche Rahmen für das Verarbeitungsverzeichnis, sondern die entsprechenden Normen eben aus dem katholischen oder aus dem evangelischen Datenschutz. Und das kenne ich so bislang noch von keinem anderen Tool, dass also wirklich speziell dieser kirchliche Genau. Bereich hier mit in den Blick genommen wurde. Das ist im Moment meiner Meinung nach definitiv ein Alleinstellungsmerkmal von diesem Tool. Kein absoluter Alleinstellungsmerkmal für diese Software, aber eben zumindest in den Produkten, die wir uns jetzt häufig angeguckt haben, auch nochmal zu erwähnen, es ist halt keine Software-as-a-Service-Lösung, sondern es wird einfach wirklich lokal auf dem eigenen Rechner gespeichert. Man muss sich selber um Backups kümmern und alles, was dazugehört. Man kann sich aber eben auch relativ sicher sein, dass andere Leute an diese Daten nicht rankommen. Ich würde sagen, wir machen jetzt langsam aber sicher mal hier einen Deckel auf diese Software. Wer sich für diese Software interessiert, kann einfach auf die Webseite gehen. Ich weiß nicht, du hattest mit dem Anbieter gesprochen. Wenn man ganz klassisch eine Demo-Version haben möchte, ich habe nämlich jetzt nicht gesehen, dass man eine Demo-Version herunterladen kann. Aber ich bin mir relativ sicher, man kann dem Anbieter mailen, wenn man sich für eine Demo-Version interessiert. Und dann wird man vermutlich genau wie wir auch eine zum Testen bekommen. Oder hat man dir was gesagt? Bestimmt, also das weiß ich jetzt explizit gar nicht, ehrlich gesagt. Da haben wir uns gar nicht drüber unterhalten. Ich habe auf der Webseite auch nichts gefunden dazu, aber ich gehe mal davon aus, es war ein sehr unkomplizierter, sehr netter Kontakt. Insofern kann man mit ihm bestimmt reden, da gehe ich von aus. Was ich noch erwähnen will, was ich eben vergessen habe, zu dieser Software gibt es ein entsprechendes Handbuch, was die auch nochmal ein bisschen erklärt, also eine kleine Einführung, die gibt es in der Software selber nämlich nicht. Das heißt, das Handbuch dazu, das kriegt man natürlich dazu. Es soll wohl auch auf die Webseite kommen, dass man sich das vorher schon mal ein bisschen anschauen kann. Jetzt Stand jetzt, wo wir das aufnehmen, haben wir es eben noch nicht gefunden, aber es soll wohl auf die Website gestellt werden. Aber auch das kriegt man mit Sicherheit zugeschickt, wenn man nett fragt. Gut, ja, wunderbar. Also, das hier zu dieser Software, die wir hier vorgestellt haben, Software im Sinne von ein vorentwickeltes Excel-Dokument mit ganz, ganz viel Logik hinterlegt, nämlich DSDIC 2.0. Hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Software mit dir einmal sich näher anzuschauen. Dann kommen wir auch langsam aber sicher zum Ende dieses Videos. Das, was man immer am Ende von YouTube-Videos sagt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Solltet ihr euch für Inhalte wie diesen hier interessieren, und mal ganz ehrlich, wer interessiert sich für diese Inhalte nicht, Also dann ehrlich. abonniert doch bitte unseren Kanal. Das hilft uns und dem YouTube-Algorithmus. Wenn ihr in Zukunft auf gar keinen Fall Videos verpassen wollt, dann müsst ihr auch die Glocke abonnieren. Und naja, auch dieses Video ist, oder auch dieser Kanal ist letztendlich auch immer ein bisschen ein Mitmachkanal. Wenn ihr vielleicht dieses Tool hier bereits im Einsatz habt oder andere Tools im Einsatz habt und euch dafür interessiert, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Wir lesen die Kommentare, wir gehen auch gern auf die Kommentare ein. Und vielleicht stellen wir dann in Zukunft auch noch Tools vor, an denen ihr Interesse habt, von denen wir bis heute vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie überhaupt existieren. Ich würde sagen, da haben wir es wieder rund gemacht, oder? Genau. Wobei, ich glaube, es gibt gar nicht so viele Tools, die wir nicht kennen. Wir haben, glaube ich, einen ganz guten Überblick inzwischen. Nein, Ja. das nur so provokativ rausgehauen. Es gibt mit Ja. Sicherheit viele Tools, die wir noch nicht kennen. Es kommen ja auch viele dazu. Also her damit, mit Genau. den Vorschlägen. Her Sehr gerne. damit. In diesem Klar. Sinne, macht's gut, habt eine gute Zeit und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Bis neulich. Tschüss.